Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind heute mal wieder bei dem Hannes, Landwirt MV unterwegs, Flock 236. Der letzte Mais kommt ab. Wie groß ist das Silo geworden? Tatsächlich ziemlich interessant, deswegen schauen wir uns das Ganze auch an. Und Originalvideo, so wie Hannes sein Kanal ist, natürlich unten in der Videobeschreibung. Schaut da gerne vorbei, da kriegt ihr immer super interessanten Stuff mit richtig fundiertem Fachwissen dahinter. So, jetzt geht's aber erstmal scharf hier. Rein da! So Leute, moin! Herzlich willkommen in einer neuen Folge. Hi Hannes! Wir sind aktuell am Häckseln und ich will euch... Hannes und Jan sehe ich auf der Agritechnica wieder, da freue ich mich schon sehr drauf. ...doch einmal noch wenigstens den Sortenversuch zeigen. Mensch, wie die Zeit aber auch gerannt ist. Die erste Sorte, sieht man auch einen krassen Höhenunterschied. Außenrum steht Marci... Hannes hat noch was im Mund, oder? Kaut er noch? 250F, Moment. So, wir haben hier als erstes... 250F, das ist auch der, den ich außen rum baue. Aber jetzt ist der aber auch überall schon abgereift, muss man ehrlich sagen. 250F ist ein später und das ist auch ein sehr später. Der 16B, aber was bei dem krass ist, der hat einen richtig guten Kolbenansatz. Das ist ein sehr... Achso, Hannes hat quasi immer so schichtweise verschiedene Maissorten quasi. Sehr früher, das war übrigens der, den man auch für Zweitfruchtmais nehmen kann. Ich blende euch das aber alles nochmal hier ein. Dann haben wir hier 26R. Da sieht man auch deutlich schon einen Höhenunterschied. So, gehen wir mal weiter. Dann kommt die 10A. Da erkennt man fast gar keinen Unterschied. Ja, der hat noch ein bisschen mehr grüne Blätteranteil. Ich kann sagen, der ist ein bisschen grüner, ne? Gar nicht mehr. Aber wie grün der letzte ist, oder? Aber schön Kolbenansatz, vor allem wie schön rot der ist. Hier, Leute. Richtig schöner Kolben. Ärgert mich auch ein bisschen, dass wir das nicht innerhalb der Saison geschafft haben, das aufzunehmen. Dann gehen wir zum nächsten. Das müssten sein DM3501 und der hier hinten DM3201. Da gucke ich aber nochmal mal. Aber da unten steht doch immer was anderes. Eine Aufzeichnung nach, um ehrlich zu sein. Aber der sieht ja krass aus und hier, der ist noch richtig grün. Der gefällt mir irgendwie richtig gut, weil... das scheint ein ganz später zu sein. Der hat einen richtig schönen Kolbenansatz. Guckt euch das mal an. Aber, naja, aber der Kolben ist nicht richtig gefüllt, um ehrlich zu sein. Das scheint, ich glaube, der ist zu spät für unseren Standort. Dann wird es ja irgendwann zu kalt. Aber das ist schon ein krasser Unterschied, oder? Absolut. Wenn man sieht, wie abgereift die da sind. Und wenn man sich das da anguckt, das ist das schon ein krasser Unterschied. Leute, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich habe gerade den Anbauplan vom letztes Jahr vom Sortenversuch. Ich mache das wie folgt. Ich habe jetzt die Sorten aufgenommen. Ich blende einfach da die richtige Sorte drüber. Ich glaube, ich habe das nach dem Anbauplan gemacht, der mir geschickt wurde und habe das genauso angebaut und deswegen habe ich das nicht weiter dokumentiert. Wo man sagen muss, der eine da, der ist richtig hoch, ne? Also der sticht schon heraus hier. Also der ist richtig hoch, glaube ich. Ansonsten, der ist krass abgereift hier. Der ist ja komplett schon weg, ne? Also komplett schon durch. Aber der hier? Ich nehme das gleich nochmal beim Häckseln so ein bisschen auf der Kabine aus. Wenn wir das unterschiedliche häckseln hier. Das sind schöne Kolben hier, oder? Guckt euch mal an, was der für einen Kolbenansatz hat hier. Was das schon ein richtig schöner Kolben ist. Junge, ist das ein Kavenzmann. Meine Güte. Also rundherum 250F, der steht auch ganz gut, muss ich ehrlich sagen. Oh, die ist ein bisschen windig bei Hannes. Am krassesten finde ich ist der frühe auf jeden Fall hier. Ich blende euch einfach mal die Sorten über und dann gucken wir uns das sonst noch mal zu Hause am Rechner an. So, ich will euch das einmal noch hier beim Vorbeifahren zeigen. Hier vorne, da 250F, dann kommt hier dieser kleine. Dann kommt hier die nächste Sorte und jetzt sieht man das auch wirklich schön. 16B. Hier ist Schluss, hier kommt die nächste. Stanley. Dann ist hier wieder Schluss, da sieht man jetzt Charlotte. Mehr grün in den Blättern. Dann ist hier wieder Schluss, hier kommt wieder die nächste. Und hier, jetzt die noch mit richtig viel grüner Masse. Da bin ich aber gespannt, wie die performt. Da bin ich aber echt gespannt. Gut. Dass das so unterschiedlich ist, ne? So, wenn man sich jetzt diese Sortenunterschiede mal anguckt, dann ist das hier die späteste Sorte und da sieht man eigentlich, was für ein krasser Unterschied das ist, wie grün der noch ist.
Und wenn wir den so aufrollen, der ist auch noch nicht ganz zu Ende mit der Stärkeeinlagerung. Ja, die Körner sind hier noch so weißlich. Das ist ein Zahnmais, wie man auch sieht. Sieht ein bisschen aus wie Zähne. Und wenn man hier den daneben sieht, da fangen die Körner dann schon an zu glänzen. Und dann ist das so ein bisschen so ein Indikator, dass die Stärkeeinlagerung auch abgeschlossen ist. So, was ich dieses Jahr feststellen kann, ich habe dieses Jahr nochmal deutlich mehr Mikronährstoffe gefahren. Die Kolben sind wirklich gut voll bis oben hin. Mhm. Ja, das ist mir wirklich auch gut gelungen, muss ich ehrlich sagen. Kann man auch hier nochmal gucken. Ja, oben keine ausgebildeten Kolben ist immer so ein kleiner Indikator von Mikronährstoffmangel. Also da fehlen einige Nährstoffe. Und wenn wir uns dann das Ganze hier mal angucken und gehen so ein bisschen weiter, sieht man richtig, richtig gut, wie unterschiedlich diese Sorten jetzt abreifen. Ich mache davon jetzt auch gleich nochmal so Drohnenaufnahmen. Und dann sieht man hier unten auch wirklich gut dieser kleine, ja, der sich ja quasi auch als Zweitfruchtmais eignet, der muss halt super schnell fertig sein, weil er halt super früh ist. Aber der Kolbenansatz, ich habe den gestern hier schon mal ausgepackt, der kann sich ja echt sehen lassen. Ja, ist ja nicht so, dass der Einzelstand, da steht ja die nächste Pflanze, sondern der kann sich sehen lassen und der hat ja deutlich früher weg können. Also das ist vielleicht auch ein Kandidat für Körnermais auf meinen Standort. Weil je früher die fertig sind, die müssen klar Ertrag mitbringen, aber je früher die fertig sind, umso weniger Trocknungskosten hat man ja auch. Weil der da hinten, der ist ja noch richtig saftig. Aber der hier, wenn man den Ende September dreschen könnte, der ist man noch früh, der ist man früh mit der Getreideaussaat. Da hat man geringe Trocknungskosten, weil die Sonne ist immer noch stark. Heute Morgen auch kein Tau, kann man direkt anfangen. Spart mindestens 100, 200 Euro auf dem Hektar Trocknungskosten. Die sind ja ansonsten richtig hoch. Na, vielleicht ein Huni auf jeden Fall. So, ich bringe mal die Drohne in die Luft. So. Ein Huni geht immer. Hier sehen wir nochmal den krassen Unterschied. Da die Sorte und die Sorte, die noch richtig schön grün ist. Und ich glaube, die ist interessant für mich. Ich kann die auch da hinstellen, wo wir nächstes Jahr Sonnenblumen immer machen. Dann heißt der ist der Erntezeitpunkt gar nicht so interessant. Ich kann ihn auch ruhig ein bisschen später ernten. Man sieht natürlich, jetzt geht die Trockensubstanz direkt runter auf 30. Das heißt, der ist noch nicht ganz reif. Aber der bringt halt, glaube ich, Masse mit, ne? Der ist bei 60 Tonnen auf dem Hektar, bei 30 TS. Der ist noch nicht ganz fertig mit der Stärkeeinlagerung. Ich glaube, der ist interessant, gerade so wieder in trockeneren Jahren. Der Vorteil von so späten Sorten ist einfach, meistens ist es bei uns... Gut, interessant. Ich weiß nicht, wie viel Hektar Mais Hannes angebaut hat. So in der hat, Blüte immer ein bisschen keine Ahnung, wie das irgendwann im August setzt dann der Regen an. Da sind andere Sorten schon fertig mit der Befruchtung und die fangen dann gerade erst an. Das kann in einigen Jahren Gamechanger sein. Deswegen glaube ich, ist das immer ganz interessant, wenn man so eine Mischung hat zwischen ja, einem ganz späten und einem normalen Mais. Also das ist, müsste ein 300er gewesen sein und das, glaube ich, waren 260er. Max ist jetzt so nett und blendet euch das mal ein. Aber ich finde ihn interessant hier. Ist auch noch super vital, wie man das sieht. Der sieht so richtig grün und saftig noch aus, ne? Und daneben ist halt einfach schon komplett so weggetrocknet. Ich weiß immer gar nicht, was ich sagen soll, ne? Hannes erklärt immer alles so schön. Kannst du einfach zurücklehnen. Easy Reaction. Einfach hier. Lass mich von Hannes berieseln. Blend euch nochmal die Sorte ein, weil ich glaube, wir davon auch jetzt demnächst ein bisschen was bestellen für mich. Finde ich gut. Finde ich gut. So, wenn wir jetzt hier direkt daneben gucken, da sind wir jetzt wieder bei 40% Trockenmasse. Und auch mehr Stärke. Also die ersten Bestände, die wir angefangen haben, die waren so um die 30% Stärke. Hier ist so ein bisschen schlechter. Aber wie gesagt, Stärke ist auch bei der Biogas gar nicht so der Hauptgrund, sondern da ist die Gesamtmasse auch super interessant. Gerade für mich, der nach Tonnen produziert. Wir bekommen ja keinen Bonus auf ja, irgendwie weniger oder mehr Material, ja, beziehungsweise auf mehr oder weniger Gasausbeute, sondern ich werde schlichtweg nach Tonnen Trockenmasse bezahlt. Und demnach muss ich auch die Sorten auswählen. Macht Sinn. So, ich fahre jetzt bei den beiden Sorten neben den großen Grün quasi, also die und die Sorten. Und da muss ich euch ehrlich sagen, die performen trockenmasse-technisch auch richtig gut. 40% TS, 50 Tonnen auf dem Hektar, also 20 Tonnen Trockenmasse. Die drei daneben richtig, richtig gut, performen auch mega. Schreibe ich mir auf jeden Fall auf meine Liste. Ich mache mir jetzt demnächst, also jetzt hier direkt danach gleich Notizen in meinem kleinen Heftchen, dass ich die Sorte und die Sorte nächstes Jahr im größeren Stil anbauen werde. Stehen richtig kompakt, klar, der sticht da raus, ja, aber der und der, die sind halt schon ein bisschen abgereifter, deswegen sehen die auch so ein bisschen flacher aus, weil die Blätter sich nach unten legen langsam.
Ich wusste gar nicht, dass man nach Tonnage Trockensubstanz bezahlt wird. Das ist ja auch interessant, ne? Nach Tonnage Trockensubstanz. Ach, verrückt. Aber es ist ein schöner Unterschied. So, wir sind jetzt hier auf dem Stück übrigens, was ich dieses Jahr neu bekommen habe. Ich habe das im Frühjahr schon gezeigt, das sind 3 Hektar, da hat man erst mit der Scheibenecke gearbeitet. Das war doch so, ja, das sah doch aus wie Unland, wenn ihr euch erinnert. Könnt ihr gerne nochmal in den Folgen gucken aus dem Frühjahr. Und dann haben wir hier den Pflanzenschutz gemacht und als wir den Pflanzenschutz gemacht haben, sah das einfach aus wie Grünland, wie eine Wiese. Und dafür steht er aber ganz vernünftig, Bestand ist auch einigermaßen sauber geworden. Ja, wenn man sich das so anguckt, der ist natürlich ein bisschen klein, aber ich kann euch auch sagen, woran das liegt. Das ist einfach eine Körnermais-Sorte. Auch hier hatten wir noch einen Restbestand aus dem Körnermais genommen. Und ja, wie man sieht, der ist natürlich deutlich kleiner, bringt aber einen guten Kolbenansatz mit. Und wir müssen natürlich auch altes Saatgut aufbrauchen. Das kostet natürlich einen Haufen Geld. Wenn du da noch, ich sag mal, Reservebestände oder Bestand für 7000 Euro zu stehen hattest, ja, das stellst du ja nicht weg, das schmeißt du ja nicht weg. Und dieses Jahr, ab diesem Jahr, sagen wir mal, zahlen die Biogas auch wirklich viel und gutes Geld. Da lohnt sich das Dreschen auch absolut null. Also wirklich null, 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 null. Selbst wenn ich jetzt einen Vorsatz auf dem Hof gehabt hätte, lohnt sich das nicht. Ja, das ist, da muss man sagen, die zahlen wirklich gutes Geld. Und da muss man auch beachten, ich kriege jetzt auch immer Gärreste zurück, mindestens 1:1 zu der gelieferten Menge. Das heißt, mein Nährstoffkreislauf ist schon deutlich geschlossener, als wenn ich Körnermais machen würde. Das kommt natürlich auch noch dazu, ne? Die Gärreste, die aus der Biogas 1:1 zurückkommen. Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, definitiv. So Leute, da ist er. Brauchern ist ja am Ende. Der letzte Mais. Oh hier, krass. Gehäckselt mit dem eigenen Häcksler. Man soll niemals nie sagen, aber ich sage erstmal, der letzte Häcksler, der letzte Mais mit dem eigenen Häcksler. Da ist er verschwunden. Krass. Das war's. Wir sind durch. Maisernte 2023 ist bei uns abgeschlossen. Und ich will nicht sagen, mit einem schlechten Ergebnis, das war eigentlich ziemlich gut. Ja, der war gar nicht hoch, aber der hat wirklich viel Masse mit sich gebracht. Viele, viele große Körner, Kolben, alles schwer. Und krass. Das war's. Leute, wir sind durch. Der letzte Mais. Gehen wir mal Silo gucken. Machen wir erstmal Drohnenaufnahmen vom Silo. So, da sind wir. Ist auch schon krass, ne? Was muss das für ein Gefühl sein, wenn du so weißt, das war so dein letztes Mal häckseln. Also natürlich, außer man überlegt sich, ob man den Lohner irgendwas noch macht oder so. Aber das war das letzte Mal, jetzt mit dem Häckseln und alles. Und ja, das ist schon verrückt irgendwie. Die letzten Tonnen hier. Schiebt er gerade hoch. Nicht wundern, das ist hier vorne nicht ganz festgefahren. Wir haben jetzt für Drohnen- und Videoaufnahmen, sollte er nochmal 3 Hänger hier vorliegen lassen. Und das schiebt er jetzt und walzt das alles ganz entspannt fest. Gucken wir nochmal einen Blick auf die Häckselqualität. Alles schön fein. So soll's sein. Fetter Rhyme. Sieht gut aus, oder? So. Alle werden sicherlich nach Nico fragen. Nico ist noch auf einem anderen Silo und hat es nicht geschafft und deswegen sind die Kollegen hier. Aber die machen auch einen toppen Job. Sehr zuverlässig und freundlich. Schiefer, Forst und Agrar, Leute. Kann ich euch auch empfehlen. Die haben das ganze Silo auch schon gebaut im Frühjahr. Das ist der erste und zweite Schnitt. Dafür waren sie hier und jetzt ja, hat Nico die Jungs hierher geschickt. Wie gesagt, die waren im Frühjahr auch schon da. Und ne, der erste Schnitt war Nico noch da, genau, aber im zweiten Schnitt waren die Jungs da. Ich weiß gar nicht, wer ist Nico? Super solide. Haben irgendwie auch alle dieselbe Zange oder dieselbe Gabel. Das scheint der Schrei zu sein. Also finde ich schon krass, ey. Also so dieses ganzen Tag Silo schieben. Genau, boah. Also für die, die sich hier noch nicht auskennen in der Materie, die in der Sachen Landwirtschaft neu sind, was macht man hier? Man fährt Mais auf einen Haufen. In der Regel sollte das so aussehen. So, ja, grün. Und der ist schon ein bisschen trocken. Und der wird aufeinander geschoben. Und wird schichtweise verteilt. Und wird angewalzt und festgepresst. Also er schiebt das jetzt hier auch alles gerade. Jetzt ist ja hier Schluss. Da vorne steht noch ein zweiter Walzschlepper. Das heißt, einer schiebt und einer walzt. Und manchmal walzen auch beide. Und bei diesem Überwalzen wird da die Luft rausgedrückt, der Sauerstoff soll luftdicht abgeschlossen sein und dann kommt hier Folie rüber, so wie man das auch hier sieht
Erst Unterziehfolie, dann Überziehfolie, dann Fraßschutznetze gegen Vögel und Nager sozusagen, damit das heil bleibt. Und dann wird das Ganze zugedeckt, so wie ihr das da auch seht. Und dann setzen Milchsäurebakterien das Material in Milchsäure um und damit wird es stabil. Ähnlich wie Sauerkraut, man hat also ein saures Milieu, man hat dann eine Silage. Jetzt ist es noch Häckselgut. Ja, in ein paar Wochen ist es Silage. Bei Futternot kann man das schon mal in 4 Wochen ran. 6 ist besser, optimal ist 8 Wochen. 8 Wochen lässt man das nur liegen? Ja, ist in der Nach 8 Wochen ist das schon Silage? Okay, krass. Praxis ist nicht immer ganz umsetzbar. Wichtig ist dann, dass der Vorschub entsprechend wichtig ist. Weil, wenn man so ein Silo auf hat, schimmelt einen das schneller weg, als man das verbrauchen kann. Und deswegen ist das auch wichtig, dass sie schnell entnommen werden. Das heißt, solche Silos hier, das sind jetzt 4000 Tonnen, glaube ich, müssen auch entsprechend schnell verbraucht werden. Und das wäre zum Beispiel nichts für kleine Rinderbetriebe. Da sieht man ja auch manchmal diese Maisballen, ja? Wenn die einfach so wenig Rinder haben, dass sich ein Silo nicht lohnt oder schneller wegschimmelt als alles andere, dann werden zum Beispiel Maisballen gemacht. Genau, jetzt fängt er an hier mit Festwalzen. Ach, der fährt sogar im Dings, ne, im Hundegang. Und ich glaube, mit dem dann verabschieden wir uns jetzt hier. Denk ich das nur? Ich glaube doch, der fährt versetzt, ne? Ja, ja, fährt versetzt. Geil. Da musst du auch echt tierisch aufpassen, ne? Ich glaube, das ist echt nicht ungefährlich. Wenn du hier auf so eine Kante kommst, boah, ich glaube, der geht schneller weg, wie du gucken kannst. Und dann sage ich, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und das war's erstmal mit Maishäckseln. Und die Frage bleibt, nächstes Jahr trotzdem noch Mais? Ja, der passt schon ganz gut in die Fruchtfolge. Von daher, bis zum nächsten Mal, Leute. Stimmt natürlich. Stimmt natürlich. Nächstes Jahr trotzdem noch Mais, hm? Ah, wir kriegen noch ein paar schöne Drohnen, oder? Ja. Ein paar schöne Bilder vom Häckseln. Ach ja, Mensch. Und ich habe es wieder nicht geschafft dieses Jahr. Ist immer, wenn Hannes Mais häckselt, sind wir im Urlaub, weil da immer Ferien sind. Also das sind immer Schulferien. Und wir sind immer im Urlaub, wenn Hannes Mais häckselt. Das ist wirklich verrückt. Wirklich verrückt, ey. Katastrowski. Schade, dass ich es nicht geschafft habe. Aber na gut. Ich weiß halt auch nicht, weil also dieses Silo bauen, das ist auch, ich sag das ja immer wieder, ich finde das so unspektakulär. Weil ich finde das krass, mir immer so anzugucken, aber wenn ich mir sofort, das ist so eine, also das ist so ein, dieses Silo bauen ist so ein Ding, da wäre bei mir so nach 10 Minuten so völlig das Interesse weg. Also da hast du ja halt nach 10 Minuten auch alles gesehen, ne? Ich meine, klar, beim Häckseln ist das ja auch nichts anders und so. Aber ich weiß auch nicht so richtig. Dieses hoch, runter, das ist auch ein Ding, das würde ich nicht machen wollen. Muss ich ehrlich sagen. So heißt hier Manus, wenn ich jetzt in der Landwirtschaft tätig wäre. Manus, du Silo bauen. Ich meine, bringt es ja auch was, sich extra doof anzustellen, ne? Boah, yeah. Aber schon dick gepackt, ey. Zu zweit geschoben. Ja, aber wie groß ist jetzt das Silo geworden? Sehen wir das nochmal schön von oben? Das Silo? Silo bauen muss man können. Absolut. Das ist vollkommen richtig. Also da gebe ich euch recht. Silo. Ach, hier Hannes seine. Ich finde die Reifen, die er jetzt drauf hat, so geil. Ich finde diese Bereifung, die der jetzt drauf hat, so geil. Sieht irgendwie cool aus. Bin ja eh so ein Fan von auch so Nokian-Tires hier im LS. Also ich meine, das sind keine Nokian, oder? Ne, sind keine Nokian, was er jetzt drauf hat. Bin ich eh so ein Fan davon, so vom Design. Und die sind halt so ähnlich zumindest. Tonnen, Silo haben sie, okay. Ah, schon verrückt, ey. Ah, ist schon wirklich verrückt. Wahnsinn, Wahnsinn. Was dafür bei den Maishäckseln und so weiter, was dafür Massen zusammenkommen. Vor allem, wenn man das auch mal auf das gesamte Land rechnet, ne?
Man darf das ja nicht immer nur so auf einen Betrieb sehen, sondern einfach mal das gesamte Land. Das ist schon irre, ey. Das muss man schon sagen, was da so zusammenkommt. Tja, schaut. Hat er jetzt echt seine Drohne noch weggehauen am Ende? Du siehst rechts und links schon, wie die Flügel von der Drohne das so aufwühlen. Boah, da kannst du nur hoffen, dass der Schieber aufpasst und die Drohne nicht mit einschiebt, ne? Jetzt ohne Witz. Na gut, aber das war es erstmal gewesen von Hannes seinem Vlog. Ja, vielen Dank. War sehr informativ. Hat sehr viel Spaß gemacht anzuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Lasst gerne das Däumchen da hier auch auf Edles Vibe. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich bin erstmal raus. Bis dahin. Ciao, ciao. Euer Manus.